Hallo, willkommen bei behindertbarrierefrei.de. Wir sind in Heidelberg, Morvitale. Erstmal hallo Klaus. Sei herzlich gegrüßt, Olli. Klaus, erstmal danke für die Einladung. Wir haben mitgekriegt, wir haben schon oft von dir berichtet. Reisescooter, ein großes Thema. Und mittlerweile hast du mir erzählt, läuft so gut an, die Nachfrage ist so groß, dass du deine Räumlichkeiten geändert hast. Du bist zwar immer noch in Heidelberg, aber gleich mal, wo sitzt du jetzt? Hier, welche Straße? Ja, das ist hier im Mittelgewannweg 27 in einem großen Unternehmen wie Haldex. Aber hier haben wir halt deutlich mehr Platz und können auch viel besser präsentieren als dort, wo wir zusammengedrängt beieinander standen, drüben in einem anderen Unternehmen. Ne? Genau, viele haben uns gefragt, oh Mensch, du hast einen tollen Film gemacht, das haben zigtausende gesehen. Und wie sieht denn das aus im Internet, gibt es das und. Was ich richtig klasse finde, und deshalb haben wir dich auch besucht, das Thema, das ist kein Internetgeschäft hier, was wir hier machen. Man kann zwar auf einer Plattform schauen, du hast eine tolle Webseite, aber die Leute, die herkommen, wollen das mal spüren, die wollen es mal probieren, die wollen mal ein bisschen fahren. Und das hast du dir zur Aufgabe gemacht und hast auch deshalb gesagt, Räumlichkeiten werden größer. Ich habe zig Modelle hier, mittlerweile sehe ich schon riesen Scooter. Was hast du denn jetzt so alles in deinem Programm drin? Also zu diesen vier faltbaren Scootern auch noch weitere große Scooter. Das ist aber dann immer ein reaktives Thema. Also ich gehe aktiv mit den Faltscootern und zwar in Deutschland, Schweiz und Österreich, Holland, Belgien und Luxemburg gehen wir raus und zeigen die Geräte dort. Laden aber auch gerne die Menschen zu uns hier ein. Hier können Sie, haben Sie alles, ist alles rollstuhlgängig hier im Mittelgewannweg 27. Und das ist wunderbar auch draußen. Man kann auch ein Parcours fast machen, weil die natürlichen Gegebenheiten so sind, dass man sie zu Hause auch vorfindet. Ja, und mit all diesen Modellen sind wir, wie gesagt, auch in all den Ländern vor Ort unterwegs. Weil viele Anwender legen auch großen Wert darauf, dass sie wissen, dass es zu Hause funktioniert. Ich habe sogar schon Leute begleitet zur Apotheke, zu den Ärzten, also zu den Besorgungen, die sie auch sonst wirklich alltäglich machen. Und da ist man 3 Stunden beim Kunden. Das kann man nicht übers Internet machen. Das geht nicht. So sehe ich es auch. Und der Oberhammer, wir waren heute hier, es ist nicht abgesprochen. Ein Kunde kommt, darf erst mal hier der Johannes vorstellen. Hallo Johannes. Hallo, guten Tag. Johannes, eine Frage, wo kommst du her? Wir kommen aus Babenhausen bei Aschaffenburg und sind wegen des Scooters nach hier gekommen. Und ich bin ein Fan dieses Scooters. Okay. Das Erste jetzt mal gleich auf die Frage. Ich habe jetzt von dir vorher im Vorgespräch schon gehört, du nutzt den nicht nur zum Einkaufen, sondern du bist mit dem auch im Wald, weil viele Leute, glaube ich, haben mich gefragt, ja Mensch, der hat kleine Rädle und ihr habt einen Reisescooter, kann ich mit dem auch mal in den Wald? Natürlich kannst du mit dem nicht ins Sand fahren, du kannst mit dem nicht im Gelände fahren. Aber du hast mir erzählt, Johannes, du nutzt den schon mal beim ein oder anderen Waldweg auch. Also zu 90% fahre ich hiermit in den Wald. Wir haben einen Hund, der will laufen und ich will fahren. Das Problem bei diesem Scooter ist, er mag keinen Split. Sonst super. Tannenzapfen spürt man schon. Also da wird man schon darauf hingewiesen, der ist an sich für den Wald nicht geeignet. Warum nimmst du ihn mit? Weil du sagst, das muss er aushalten. Das muss er aushalten. Ja. Also ich kann nicht auf ein Gerät Rücksicht nehmen, sondern das Gerät ist für mich da. So ist es. Wie lange hast du denn jetzt, Johannes, schon? Den habe ich jetzt rund ein halbes Jahr. Da sind wir natürlich nach Südtirol gefahren, über Timmelsjoch. Timmelsjoch mit diesem Gerät hier. Ja, im Kofferraum. Sicher. Ach so. So haben wir da. Ja. Nee, aber jetzt aber mal wirklich ernste Frage. So, ein halbes Jahr haschen, aber bisher war jetzt nichts an Reparatur. Warum bist du heute hergekommen? Wegen einer großen Reparatur oder weil der Service hier so gut ist? Weil der Service gut ist und ich dafür Reklame mache, dass andere Behinderte genauso frei sind dann wie ich. Und das ist das, du bist heute hergekommen, weiß ich, du hast einen Stockhalter dir nochmal
organisiert, auch ein großes Thema. Und jetzt kommt es, Klaus, was ich da auch wirklich sage, warum zum Freund Klaus gehe. Weißt du, ich meine, es geht nicht darum, es gibt viele Leute, die was machen in dem Bereich. Ich suche mir die Leute raus, wo ich mich verlassen kann, dass die Leute, wenn sie was haben, wiederkommen können. Und das sehe ich jetzt hier an dem Kunde Johannes zum Beispiel. Der fährt nicht hier 2 Kilometer her. Der macht sich die Mühe, mit seiner Frau hierher zu kommen. Und du sagst, weißt du was, Stockhalter, das organisiere ich für dich, mache ich dir auch hin, oder? Das ist natürlich auch eine klasse Sache. Ja, und was ich auch nochmal erwähnen möchte, und falls mal was sein sollte, ob es ein kleiner Unfall war, weil man gegen was gefahren ist oder es ist was anderes passiert, der Service ist hier zu Hause oder ich komme sogar eben zu Ihnen nach Hause und dann schauen wir, was wir dort machen können. Ne? Ja. Und was ein Vorteil von diesem Scooter ist, man kann unter den Sitz unheimlich viel Gepäck, das heißt, Sie können ungeheuer viel Geld ausgeben, Sie können es prima deponieren und nach Hause fahren. Ja, mit dem Gerät hat man nämlich Möglichkeit, wieder Geld auszugeben. Also, ja. Ich hoffe, ich muss mich dafür nicht entschuldigen. Ja, das ist auch cool. Ja. Nicht nur die Frau kann das Geld wegtragen, Johannes, jetzt kannst du das Geld wegtragen mit dem Skoda. Wegfahren. Wegfahren, genau, wegfahren, sehr gut. Ich hab den zum Fahren, nicht zum Tragen. Ne, super. Also jetzt sag nochmal deine Webseite, Klaus. Ja, schaut einfach mal drunter unter www.movitale.de. Okay, Leute, kommt vorbei, guckt auf die Seite. Klaus anrufe, der kommt zu euch nach Hause, es lohnt sich. Ich gucke mal, ob ich hier noch ein paar Eindrücke einfangen kann. Toller Lader, Mitarbeiterin da, wo auch für dich arbeitet, ständig seid ihr im Kontakt mit dem Kunde. Also wirklich, hast wirklich toll gemacht, hat sich gelohnt, dein Umzug. Johannes, was willst du noch sagen? Ich will nur noch sagen, wir waren mit diesem Scooter in Meran, sind wirklich auf Almen gefahren. Es gibt Bilder von Genesien bei Bozen oben, die sind nicht gestellt, sondern da bin ich echt hochgefahren. Und meine Bedenken waren am Anfang, schafft er die Steigung oder schafft er sie nicht? Denn ich bin ja etwas, doch etwas stärker gebaut vom Gewicht her, einwandfrei. Also sicher ist Klaus, zufriedene Kunde, toller Tipp hier, Klaus. Also einfach auf die Website gucken. Bis bald, euer Olli und Willi und der Klaus und der Johannes. Ciao, tschüss.